brauchen, ups, nee. Tetherrect. Okay. Jetzt mal gucken, kurz unterlegen, überlegen. Ja, also der Tank leert sich auf jeden Fall ganz gut. Huch, das ist gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Ist doch genau. Oh, wow. Ich würde sagen, der Quarry ist durch, war. Ich nehme jetzt aber mal ein paar Diamanten mit. Und da kommt gar nichts mehr. Könnte also sehr gut sein, dass er durch ist. Er bewegt sich nicht, okay. Und da hinten sind die Chunks nicht geladen. Ja, das ist der das kleine Problem an Optifine. Der lädt irgendwie die Chunks nicht so, wie er sollte. Also man hat öfter Chunkladefehler. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Ganze nicht wieder runterschmeißen sollte. Aber okay. Oh, ja, die laufen auf blau. Das heißt, der Quarry ist auf jeden Fall nicht mehr am Arbeiten. Wow. Junge, hör auf damit. Du kannst davon auch wieder welche herstellen. Ja, da sieht man die drei verschiedenen Stufen. Vier verschiedenen Stufen. Vier, drei? Weiß ich gerade gar nicht. Was wollte ich jetzt? Genau, ich wollte hier noch Glas herstellen. Wo will ich denn schon wieder hin? Ach ja, und da wird schön das Öl drin gesammelt. Läuft auch schön automatisch. Und hier komischerweise läuft es natürlich genauso, wie es sein sollte. Nur da hinten halt wieder nicht. Aber okay. Nein, wir müssen eigentlich genug, mehr als genug. Gemolkenen, mehr als genug war dann vielleicht doch ein bisschen übertrieben. Ich sehe vier weitere Stacks an Eisenflöten gehen. Okay, so. Ich wollte das Glas, richtig. Glas. Das ist unten die... Nein, da ist genau eine Pipe. Verdammt. Na, war knapp dran. Aber da wollte ich runter. Hui. So, da hinten ist unser Pulverizer. Was der hier unten macht, weiß ich selber auch nicht mehr. Pulverized Obsidian, sehr gut. Pulverized Lead, das nehmen wir auch nochmal eben mit. Und ich brauche wieder was zu essen. Na, komm. Sehr gut. Und dann schmeißen wir mal eben kurz das Lead hier hinten mal rein. So, ups. Na, so, Mann. So, nehmen wir das wieder mit. Und machen uns etwas mehr Glas. Weil wir werden einige von diesen Frames brauchen. Quatsch. Hier. So, da das Lead rein und dann da das Obsidian. Und dann kann es hier erstmal weitergehen. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Also zwei Stück brauche ich jetzt auf jeden Fall. Sehr gut, das reicht dann erst einmal. Und dann... Genau, was Zinn war das, glaube ich, ne? Ich glaube, ja. Habe ich Zinn? Ja, habe ich. Nee, Silber. Zinn, ja, da habe ich noch. Welches reicht das? Ja. Das reicht noch gerade so. Okay, und Diamanten in die Mitte. Sehr gut. Aber wie gesagt, davon werde ich noch ein paar herstellen müssen, denn ich will einfach die ganzen Flüssigkeiten, Items und das, was ich jetzt vorhabe, nämlich Energie, drahtlos übertragen halt. Und das macht man halt mit diesen netten Tesseracts. Damit kann man das halt machen. Verzeihung, es gibt noch etwas Wichtiges, was man bei der Energie hier wissen sollte. Und zwar, wenn wir mit den, Moment, so, hier, mit dem Energy Tesseract Energie übertragen, dann gehen 25% der Energie verloren. Das heißt, man sollte möglichst schon gut Energie irgendwie kriegen, bevor man dann anfängt, irgendwie hier seine Energie mit solchen Dingern hin und her zu schicken.
Und genau, ich brauche hier noch ein paar Dinger. Das nehme ich, das andere. Verdammt. Doch, da oben sind sie doch. Diese Redstone Energy Dinger brauche ich. Und da brauchen wir Energy Dinger. Und das wird mit Electrum Ingots. Okay, machen wir das mal eben. Electrum Ingots hatte ich doch noch ein paar, ne? Jo. Jo, Meister. So, machen wir dann mal von mal jetzt ein paar mehr. Ach, egal. So. Und die müssen wir jetzt mit Redstone füllen. Deswegen habe ich auch so viel gemolkenen Redstone da. So. Denn. Warte, wir brauchen jetzt auch kaum, aber. Ja. 0,1 Bucket. Nee, nicht ganz. 1,5, glaube ich. Also 0,1,5. So, diese Dinger hier übertragen Energie. Und zwar Minecraft Joule. Und das deutlich besser, wenn man mich fragt, als die Golden Conductive Pipes hier. Deswegen werde ich den einen jetzt auch abklemmen. Und dort so eine Linie legen. Wobei, eine kleine Linie reicht. So, das ist vollkommen ausreichend. Und hier sieht man jetzt wieder, dass wir dort zwei verschiedene Zustände haben. Und dort, das sieht man, kennt man einmal hier an den Farben halt, ob das Ding gerade raus oder rein gibt. Oder auch an den ganzen Gebilde hier, denn das sieht immer aus wie so ein Pfeil. Also das ist jetzt praktisch ein Pfeil, der nach außen zeigt, und das ist jetzt so ein Pfeil, der nach innen zeigt. Und wir wollen ja Energie aus dem Redstone Energy Cell ja raus haben. Deswegen geben wir den Pfeil dazu. Also der, die das Pfeil, also den Pfeil zum so rausschießen und so. Genau. Verdammt. Verdammt. So. Okay. So, jetzt haben wir die schon mal. Sehr gut. Und nun müssen wir, ich glaube, Zinn brauchen wir auch noch mal wieder da drinnen im Rezept. Verdammt. Muss ich wieder die Tesseracts aufmachen. Und wir wollen den Energy Tesseract jetzt haben. Verdammt, jetzt habe ich das Ding wieder vergessen. Redstone, Electrum Ingot. Okay. Zum Glück haben wir das ja. Redstone und Electrum Ingot. Hab ich die wieder reingelegt, wa? Jo, hab ich. Jetzt gerade wird das Inventar wieder ein bisschen voll. Ich pack mir eben die Redstone Engines weg. So, 1, 2 und dann Redstone 1, 2, 1, 2. Okay. So, dann brauchen wir dies, das, dann Zinn, Silber und nochmal zwei Electrum Ingots obendrauf. Schon wieder vertauscht. Nein, hä? Electrum, Silber, ach, Lead-Ohr, oh. Ach, ich glaube ja, genau jetzt habe ich kein Lead mehr. Okay, dann brauchen wir nochmal eben etwas Lead-Ohr, welche war das jetzt nochmal? Da haben wir es ja. Lead-Ohr, und das, verdammt, müssten wir in dem Pulverizer, glaube ich, machen. Richtig, richtig. Ich wollte hier noch ein paar Tubes, genau. So. Weil der das da hinten ja nicht kann. Oh. Lead Ohr. I can only sleep at night. Oh, es ist leicht dunkel, sag ich doch. Deswegen muss ich doch schlafen gehen. Mann! Komm schon! Na los! Jetzt lass mich doch nicht mal schlafen. So. Jetzt aber. Gut, ich muss jetzt einmal pulverisieren. Pulverisieren. Im Pulver. Ach komm, geh doch runter. Im Pulverizer. Und da kommt auch natürlich wieder Energie an. So, aufmachen. Pulverizer.
Und ja, dann lasse ich das Ganze einmal eben pulverisieren. Und dann geht es gleich weiter. So, jetzt haben wir alles fertig. Und jetzt haben wir zwei Energy Tesseracts. Und den einen schließe ich direkt hier vorne an. Und der wird allgemein für Pumpen dienen. So, da sehen wir, geht schon mal rein. Nehmen wir dann Frequency 1 und nennen das Ganze Pumpen. Pumpen. So, okay. Hinzufügen, Pumpen. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt wieder in den Nether, denn diese Energy Tesseracts funktionieren halt wie die Liquid Tesseracts, auch überdimensional. Was sehr geil ist, sehr geil. Und das müssen wir auch nochmal wieder. Ah, ja, wir haben noch einiges zu tun. Es gibt immer was zu tun. Na, welcher Baumarkt ist das? Na? Okay, egal. Ah, Gast. Ich gebe mir gerade tierisch auf den Sack. Aber okay. Oh, bla. Mein Gott. Dass die auch nie Pause haben. Zack, zack, zack. So, wir springen mal kurz hier schnell rein. Nehmen einmal die guten Dinger wieder mit. So, dann platzieren wir jetzt hier unseren Energy Tesseract. Und sagen ihn, verdammt, Frequency 1. Und der kann nur bekommen. Okay, jetzt muss ich wieder zurück. Und ja, das habe ich nämlich vergessen. Ja, hätte ich jetzt eigentlich dran denken müssen. Oh, danke. Aber habe ich jetzt nicht dran gedacht. So. Nichts wie raus hier. Lasst mich raus hier. Okay. Jupp. Tap, 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 tap. Und ab durch das Portal. Wieder zurück in die normale Welt. Und da ist noch ein Death Point. Ein Death Point. Von mir. Oh. So. Okay, komischer, den ich jetzt das Rendern der Chunks wieder auf Single Core gestellt habe, habe ich wieder 30 FPS. Sehr komisch, sehr, sehr komisch. Gut, und diesen stellen wir jetzt auf Send Only, genau. So, jetzt müsste eigentlich hier Energie durchfließen. Ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und dann gucken wir jetzt mal hier, ob da etwas ankommt. Ja, auch das sieht nicht schlecht aus. Okay, die Pumpe kann aber anscheinend nur so wenig leisten. Also, was machen wir da? Erstmal gar nichts. Richtig. Was sagt das Ding hier? Okay. Ja, es geht immer weiter runter. Sehr gut oder auch nicht gut. Was auch immer. Okay. Das wäre dann schon mal erstmal erledigt. Erledigt. Ich schalte den hier mal eben wieder ein. Ja. So. Dann kann er da weitermachen. Und jetzt fällt mir gerade ein, ich habe versäumt, etwas Bestimmtes nachzuschauen. Aber okay. Ich packe mal eben das da rein. Und die auch erstmal. So wie das, das. Okay, und dann packe ich den ganzen Kram. Ups, nein, nicht den. Aber den Kram. Und, was war das nochmal für die Liquid? Dinger. Weiß ich gerade gar nicht. Egal. So, ich esse jetzt mal eben was. Schön. Dann gucken wir mal eben kurz, wie weit der andere Tank eigentlich schon aufgefüllt ist. So, die Chunks laden so schnell. Okay, oh, der ist noch so gut wie gar nicht voll. Aber das wird, das wird. Ich könnte das natürlich auch beschleunigen. Doch, das wäre eigentlich mal ein ganz guter Test, um zu sehen, ob das denn funktioniert. Liquid. Eben gerade noch gemacht und schon wieder das Rezept vergessen. Ach, Kupfer, genau. Mit Kupfer. Wir haben noch etwas Kupfer da, aber das gehärtete Glas haben wir jetzt da reingelegt.
Oh, 1, 2, 3. Reingelegt. Reingelegt. So, Glas und dann Kupfer an den Seiten. Geben wir uns ein paar mehr davon. Und machen dann hier etwas mehr frei. Den Slot hier zum Beispiel. So, ups. Ach, egal. Vollkommen egal. Und dann könnten wir einmal die Fackel nehmen. Und die einmal auf... Ach nee, bringt sowieso nichts. Ich muss hier so oder so eine neue Fackel setzen. Okay. Naja, wir nehmen dann... Da nochmal eben einen neuen. Ha, können wir Tubes verbinden? Okay, das wusste ich jetzt noch nicht. Dass diese jetzt hier mit Tubes verbinden können. Oder ist das neu? Hm, weiß ich gar nicht. Okay, gehen wir darüber. Setzen den hier dann wieder auf Ausgang. Und da fließt es. Und jetzt müssen wir mal gucken. Beziehungsweise jetzt will ich mal gucken. Okay, da fließt es recht schnell. Und wenn ich jetzt hier, zack, den so stoppe. Hm. Nee, ich glaube, das bleibt gleich von der Geschwindigkeit. Oder irre ich mich da? Also, tuck, 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 tuck. Und... Tuck, 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 tuck. Nö, es bleibt eigentlich ziemlich gleich von der Geschwindigkeit her. Und schafft er wahrscheinlich einfach nicht mehr hier, der, Liquid Tesseract. Okay. Aber wenn das Ding schon, ups, mit Pipes verbinden kann, dann... Machen wir das einfach. Spare ich mir nämlich die ganzen Motoren. So, und die beiden sind jetzt nicht verbunden. Das ist vollkommen normal. Jetzt müssen wir einmal hier mit dem Schraubenschlüssel auf dieser Seite draufklicken. Und zack, schon verbindet er. Und jetzt füllt sich die Pipe langsam wieder mit Lava. Und ja, geht halt nach oben. So, diese Dinger sind viel, viel effektiver, wenn man... meine Meinung dazu hören will, als ein paar Redstone Engines damit mit dran. Und wir schlafen einmal eben. So, 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 so. Okay, sehr schön. Und jetzt wollen wir Folgendes machen. Wir haben ja wieder Diamanten. Yay! Also craften wir uns endlich mal die Schuhe der Quantium-Dings hier. Okay, und dafür brauchen wir diese netten Platten. Und dafür brauchen wir die Advanced Alloys. Das ist natürlich ein sehr teurer Spaß. Aber okay, wir brauchen dann davon zwei Stück jeweils. Dann die Dinger drumherum und zwei Diamanten. Jetzt haben wir das schon mal. Gut. Dann brauchen wir noch eben unsere Gummistiefel und die Stiefel, die wir anhaben. So, und was war das noch? Genau. Haben wir den nicht auch schon? Jo, den haben wir auch. Sehr gut. Dann den dahin, die beiden darüber, dieser dorthin und die beiden Radiumplatten dahin. Und dann haben wir endlich Quantum Boots. Und die lade ich jetzt eben auf mit den 1 Million EU, die die verbrauchen. Die brauchen hier. Um voll zu sein. Gut. Ja. Okay, wir laden das Ganze eben erstmal auf. Und hohohoho, das wird legend. Wartet, gleich kommt's. Der. Okay, das war jetzt ein bisschen schwul ausgesprochen. Ein bisschen sehr schwul sogar, aber okay. Lasst mich in Ruhe. Okay. Ah, einen bräuchte ich noch. Aber wir haben sowieso keine Advanced Alloys mehr. Also. Wie viel Kupfer habe ich da gerade schon fertig gebrannt? Zu wenig. Alles klar. Sehr gut. Dann gehe ich mal eben etwas Kupfer holen. Etwas Kupfer hier rausholen. Ta-da-da-da. Ta-da-da-da. Kupfer. Ah, davon haben wir natürlich nicht so viel. Das war mir fast klar. Das ist echt unnormal hier.
So, und das war auch, glaube ich, jetzt der letzte, der letzte Query-Durchlauf, den ich hier auf der normalen Welt habe durchgehen lassen. Da das Ganze echt